Hallo und herzlich willkommen an alle, die langsam reinkommen, während ich mich verkabele. Ich muss nur noch das mit dem Chat hinkriegen, dass ich den gleich sehen kann und dann können wir schon loslegen und Half-Life Alyx weiterspielen. So. Jawohl. Also ich kann schon mal was sehen vom Spiel, das ist schon mal sehr gut. Und was wir jetzt noch brauchen ist, wenn ich hier drauf klicke, ein Desktop-Panel, da bitte Google Chrome, dann habe ich den Chat und sehe den. Sehr, sehr gut. So, wir gucken mal hier die empfohlenen. Zuschauerleistung. So, wir haben hier nämlich eine neue Funktion und zwar soll es jetzt bei den Eingabehilfen so sein, dass wir uns anders bewegen können. Aber anscheinend müssen wir dafür erst ins Spiel, warum auch immer. Gut, dann starten wir eben ins Spiel. Weiter mit Kapitel 4, Superwaffe. Wir haben 2 Lebenspunkte, 23 Polymer, Pistole und Flinte 4, Pistole 100. Läuft soweit. Das lade ich mal und gucke kurz, ob der Stream läuft. Boah, sieht gut aus, ne? Nix im Bild. Sehr schön. Ja, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zum inzwischen dritten, vierten Half-Life Alyx Stream von mir, von dem Playthrough. Ein paar haben sich ja doch zusammengefunden, das Ganze dann weiter mit mir zu erleben, nachdem ich es bei Heise Online ja angefangen habe zu spielen und jetzt weiterführen werde. So, hervorragend. Bin sehr zufrieden. Ach, ich habe ja heute Superhot gespielt, Superhot VR. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber hier hat man direkt eine ganz andere Präsenz. Und ich freue mich wieder in City 17 zu sein. Ich glaube, von hier kamen wir, ne? Ach so, das wollte ich ja jetzt mal umstellen. Also Menü, Option, Einstellung. Hier haben wir die Schwierigkeit, ist normal. Hier haben wir jetzt fortlaufende Bewegung, fortlaufende Hand, Standortwechsel und Teleportation. Ne, wir wollen fortlaufende Bewegung, sofortige Drehung oder fortlaufende Drehung. Das ist jetzt das, was Sie angemacht haben. Und wir haben auch eine Drehgeschwindigkeit für die fortlaufende Drehung. Wir versuchen das jetzt mal. Jetzt sollte ich mich also nicht mehr snappen, sondern... Genau, jetzt können wir uns so langsam umsehen. Ich hoffe, das ist für euch dann nicht komisch. Ich meine, die meiste Zeit werde ich mich immer noch so umsehen. Oh, ich glaube, ich mache das aus. Ich finde das von vorher besser. Ja, da haben wieder die Leute nämlich was gefordert, was gar nicht so super ist. Also wir finden sofortige Drehung. Damit haben wir angefangen. Damit spielen wir auch weiter, weil damit ließ es sich super spielen. Ein Blick in den Chat. Und er geht schon wieder nicht mehr. Virtual Desktop. Ja, das sieht gut aus. Okay.
Ein Magazin, hervorragend. Ja. Bleibst du wohl hier? Wartet mal, ich werde mal noch dieses Tool, was ich gestern hatte, kurz aktivieren, damit ich den Chat sicher lesen kann, weil das von Oculus doch immer wieder rumspackt, wenn ich da das aktiviere. Geht ja schon ein bisschen was im Chat. Ja, Skizzenbildner, na gut und ahoi. Sehr schön. Makai ist auch wieder da. Traumhaft. So sehe ich hier eigentlich nichts. So. Also ich werde jetzt noch dieses Tool aktivieren, damit ich euren Chat auch sehen kann. Das wäre mir schon sehr wichtig. Höchst wichtig. Aber da sehen wir ja gerade nichts richtig. Dafür muss ich erst das hier aktivieren. Sorry, es dauert einen kleinen Moment, aber das ist schon nicht unwichtig, was ich jetzt hier mache. Genau, das Speichern-Switching-Mode ist Stay On. Und hier ist Output Camera One Direct. Jawohl, jetzt sehe ich hier das Bild. Und hier seht ihr jetzt auch, was ich mache. Ich werde jetzt noch in Steam da OVR Toolkit starten. In der Hoffnung. Ich habe hier ja auch den Chat nämlich offen. Stört das nicht, wenn man den Chat sieht? Nein, nein, also ihr sollt den Chat nicht sehen. Ich muss den Chat nur sehen können und zwar auf Knopfdruck, wenn das geht. Und das habe ich versucht jetzt wieder zu aktivieren, so wie ich es gestern hatte. Das Tool, dieses OVR Toolkit ist das, womit ich das mache. Ging nicht in Superhot und deswegen habe ich das heute nicht benutzen können. Das war halt echt blöd. Ich hätte das sonst gerne in Superhot auch benutzt, aber da ging es nicht. Und jetzt hoffe ich, wo ist jetzt meine andere Hand? Hier. Hier ist meine Hand. Ja, und jetzt scheint es aber wieder zu gehen. Ich bin also sehr glücklich. Jetzt kann ich hier nämlich meine Hand anmachen und hier auf Toggle Edit Mode gehen. Und mir hier Switch Window Twitch anzeigen lassen. Da seid ihr. Guten Abend, Oliver 391. 4K Video Downloader. Na, das hilft nichts. Sehr schön. Ah, hervorragend. Das freut mich sehr, dass das funktioniert. So macht das nämlich richtig Spaß, wenn ich spielen kann und danach den Chat auf Knopfdruck im Spiel sehe. Das ist großartig. So, wir gehen die Treppe hoch, während ich das Kabel noch mache. Und jetzt geht es endgültig weiter. Ich befürchte ja, dass wir viele Kämpfe vor uns haben. Exit to Street. Ach ja, genau, da hat ja das gestern das Bild gehangen. Da fing das quasi an, dass die Capture-Karte, die ja auch heute so rumgespackt hat. Jetzt läuft alles über das Blackmagic-Ding. Und ich hoffe, es läuft gut. Ich habe mein Bild oben links auch ein bisschen beschnitten und größer gemacht, sodass ihr mich eigentlich gut sehen können müsstet. Hier ist nämlich der Nordstern. Da habe ich euch gestern schon gesagt, wie geil das alles aussieht am Ende vom Stream und ihr hattet nur ein Standbild. Und jetzt könnt ihr es selber mal erleben. Da sind diese krassen Kabel, die ich beschrieben habe, die wir versuchen wollen zu trennen. Und hier ist das Auto, was ich gefunden hatte, aber erstmal gucke ich, ob hier irgendwas drin ist. Hm? Nee. Nichts zu sehen, auch nicht in dem Regal. Nee. Und hier ist dieses coole Auto, Leute. Na. Sehr, sehr geil. Kurze Rückmeldung.
Ah, das wunderbare Half-Life 2 Design, zeitlos, sehr gut. Ton ist auch da, Taskleiste ist im Bild. Geht die Fensterkurbel, das werde ich ausprobieren, aber wieso ist die Taskleiste im Bild? Sekunde. Ah, ist sie tatsächlich. Und weg ist sie. Ich glaube, das beste Investment, was ich wirklich machen kann, ist wirklich ein Wireless-Mic, ne? Perfekt, sehr schön. Wenn Makai perfekt sagt, dann ist es das auch. So. Geht die Fensterkurbel. Dann setzen wir uns noch mal hier ans Auto. Nee. Oh, Valve, totale Enttäuschung, Half-Life Alyx, was für ein Kackspiel. Die Fensterkurbel geht nicht. Und ich kann auch nicht das Fenster einschlagen. Naja. So, wir suchen natürlich noch Polymer in jeder Ecke. Da ist zum Beispiel welches. Da ist wieder eine meiner Lieblingsgranaten. Gestern ist das Spiel ja auch ein paar Mal. Ja, ich gehe ja gleich ins Hotel, Mann. Gehe ja gleich weiter. Wir genießen doch erstmal hier noch diesen schönen Plaza, den ich nie vergessen werde, weil er so wahnsinnig geil aussieht in VR. Wir müssen doch mal irgendwas in dem Auto versteckt haben. Kann doch nicht sein, dass ich die vollkommen umsonst durchwühle. Ah, da ist noch ein Polymer. Sehr gut. Hier vielleicht. Zeitung, Müll, Flaschen. Hallo? Hier passe ich sonst nicht dazwischen. Oh, geil, so kann man sogar richtig reingucken, Leute. Richtig cool. Und da ist noch ein Zeitungsstand. Ich gebe nicht auf. Vielleicht finden wir doch noch einen Polymer, wenn wir uns hier so rein bewegen. Aber nichts. Da ist aber noch eins. Das haben wir noch gefunden. Wir sammeln ja, weil, wie ihr euch erinnert, wir am Anfang so extrem viel übersehen haben. Müssen wir jetzt nachsammeln und besonders ordentlich sein. So, dann geht's jetzt mal ins Hotel. Fensterkurbel, das neue Wasserklosett. Verschreiß nicht, nachher musst du in den Autos noch irgendwelche Batterien suchen, wie in Half-Life 2. Ja, stimmt, das könnte passieren. Ich nutze momentan mein Handy zusammen mit meinem Rode Go-Mic als Wireless-Mic. Klappt super. Okay. Rode Go-Mic und dann einfach eine Handyverbindung oder wie? Großartig, das muss ich mir mal angucken, wenn das günstig ist. Was hast du, also was kostet das, das Rode Go-Mic? Hat das XLR oder Klinke? Alter Schwede. So cool. Ach, einmal Heilung. Nein. Hand. Sehr gut. Granate mitnehmen und einmal reingeschaut. Okay. Können wir das wieder hier nachbauen? Geil.
Okay, hier können wir rein. Da nicht, ja, dann geht's nur noch hier rein. Granate abgelegt, hochgehoben. Einmal platziert und dann rup, reingesprungen. Und wir sind im Hotel, Freunde. Aha. Huch. Ladezeit, Ladezeit, eine Ladezeit. Zeit für mich, um in den Chat zu gucken, eine Ladezeit. Auf Twitter mitbekommen, Andreas Gabe hat seinen Rucksack erweitert, indem er einfach eine Kiste mit durchs Spiel schleppt. Ja, haben wir gestern auch gemacht. Das ist eigentlich eine Idee von Makai tatsächlich gewesen. Sie hat nämlich gesagt, eine Kiste mitnehmen und dann die ganzen Granaten da reinschmeißen. Das ist super cool. Rode Smart Love, ca. 50 Euro ist ein Klinken-Mic, 3-Pin, halt für Handys. Mit einer App für 50 Cent läuft das super über WLAN. 0,2 Sekunden Verzögerung, okay? Kannst du bei mir auf dem Kanal reinhören. Werde ich auf jeden Fall machen, Oliver. Vielen Dank. Den Ton kann man bestimmt noch verbessern, da bin ich nicht pro, okay. Ja, ich meine, jetzt so ein Sennheiser Wireless Mic für 700 Euro kaufen. Wie soll ich das anders sagen, als mache ich nicht. Der Polar, ich meine, es geht so auch. Es hat ja auch immer hoffentlich so ein bisschen Situationskomik. Heute im Superhot-Chat habe ich ja gesagt, das ist quasi meine Nabelschnur, die mich mit meinem... die mich mit dem Rechner verbindet. Ah, was sehe ich denn da? Ein Polymer. Genial. Hat Andreas Gabe denn schon was für heute, bei heute veröffentlicht zu Half-Life Alyx? Ich habe ja, hatte da ein bisschen was erwartet. Ich habe aber noch nichts gesehen. Ich würde mich ja freuen, wenn das auch bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen würde, das Thema. Und eigentlich macht Andreas ja super geile Berichte. Wenn ja, dann sagt mal Bescheid. Dann gehe ich mir das nämlich heute dann auch noch zum Einschlafen später angucken. So. Sag bitte nicht, man kennt hier alles. Ach, guck, man kommt hier sogar mit dem Finger rein. Zumindest war ich gerade drin. Na, das klingt doch hier schon wieder so, als sei da gleich was. Ah ja. Oh. Was ist das denn? Neuer Gegnertyp? Himmel, die Berge. Okay, keine Elektrizität mehr. Wir nehmen also die Treppen. Nichts einfacher als das. Oh, sieht das schön aus mit dem Teppich hier, so dreidimensional gewellt, als könnte man runterkriechen. Und ich habe eine wunderschöne Blume für euch gepflückt. Oh oh. Oh oh. Was mache ich denn hier? Ich dussel. Oh nein. Wo ist es? Gut. Da habe ich tatsächlich den falschen Knopf gedrückt. Ich dussel. Bist du immer noch nicht tot? Ja, vielleicht ein Dussel. Kann ich mich hier nicht hochziehen lassen und dann abspringen? Sowas hat man in Half-Life 2 doch noch gemacht. Solche Tricks. So, viel Munition verballert für nichts und wieder nichts. Dann werde ich mir mal die Häme im Chat angucken. Welches Kapitel? Kapitel 4. Gift Head Scraps. Bah! Ja, Skizzenbild, dann hast du recht. Noch nichts gesehen, denke aber, dass er da wahrscheinlich wegen Covid etwas untergeht. Das stimmt. Da hast du recht. Geht das eigentlich nur mir so oder denkt noch jemand anders immer, wenn er Covid-19 hört, denke ich immer an Resident Evil und kriege so ein bisschen Lust, Resident Evil zu spielen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht angebracht, aber so ist es auch nicht gemeint, sondern das ist einfach eine Gamer-Krankheit, glaube ich. Kann ich nichts machen? Ob wir wohl Klavier spielen können? Ja, natürlich. Hey Russ, name a song. Flight of the Bumblebee. Coming right up.
Flight of the Bumblebee, genau. Nee, das kann ich nicht, aber... Ja, ich setze mich... Like Breakerbox? Breakerbox? Erstmal das Polymer. Die Erwartungen sind groß, hä? Dass ich jetzt was Tolles spielen kann, aber... Ach. Bin ich ja noch nicht so begeistert, muss ich sagen. Wie wird man denn eigentlich... Wahrscheinlich kann man hier mit dem Valve Index mehr machen. Das wäre jetzt ein super Test dafür. Wie kann ich das vielleicht besser machen? Naja. Gut, das sind alle Künste, die ich jetzt machen kann. Eigentlich kann ich ein bisschen Klavier spielen, in VR geht es aber noch nicht. Bam! Da war doch ein Dings drin. Wo ist denn der jetzt? Jetzt haben wir hier so eine Riesensauerei gemacht. Ja. Ach, ich glaube, das ist der, ne? Versteckt sich dieses Polymer hier. Dass sie das echt eingebaut haben, oh ja. Bleib dort, bis du ein gutes Lied zustande bringst. Du kommst dann gleich wieder, ne? Alle meine Entchen. Hätte ich auch spielen können, ja? Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon erwartet, dass sie das einbauen. Ein Klavier ist doch eigentlich in jedem guten Videospiel noch in irgendeiner Form drin. Aber ich wette mit Valve Index, da bin ich schon sehr gespannt. Mein Headset soll übernächste Woche kommen. In 2 Wochen ist die Lieferzeit. Und dann werde ich da nochmal... seht ihr? Einen Speicherpunkt machen. Ging hier mit. Dann speichere ich das nämlich jetzt mal. Gut. Diese Rätsel finde ich sehr einfach, wie wir die hier aufmachen. Wir haben einmal eine Granate. Und hier gehört Energie rein. Und hier ist die Breakout-Box, nehme ich an. Jawohl. Oh Gott. Hoffentlich müssen wir damit jetzt nicht was arbeiten. Ich habe doch keine Ahnung von solcher Elektrizität. Ich würde eine Granate am liebsten einfach reinschmeißen und hoffen, dass dann alles geht. Wo ist unser Tool? Gut, da geht gerade nichts. Ja, wir müssen erst Energie haben, ne? Anscheinend. Aber habt ihr eine gesehen bisher? Da ist noch ein Polymer hinten. Was ist denn hier heute los mit meiner Gravity Gun? Ja, noch ein Polymer. Ich glaube, langsam haben wir genügend. 34, jo, wir können ein richtig gutes Upgrade das nächste Mal kaufen. Hier ist überall nichts. Ah, was haben wir hier denn? Guckt mal, was man alles aufmachen kann. Super gut. Hier. Ein Knopf, aber das bringt nichts. Also die Breakerbox haben wir gefunden, aber uns fehlt noch. Vielleicht kann ich hier was machen. Nee. Oh, da oben geht das Stromkabel rein. Sagt ihr?
Ein Vierteljahr Entwicklungszeit nur für das Klavier. Kein Wunder, dass nie ein Half-Life 3 kam. Das ist doch Half-Life 3. Stimmt, die Rätsel sind nicht schwer, aber dennoch super organisch im Spiel, wie eigentlich alles. Ja, es fühlt sich so cool an, das Spiel zu spielen. Deswegen, das ist auch das erste Spiel, wo ich nicht sage, oh, jetzt schon wieder das blöde Headset auspacken. Mein Kollege Peter Steinlechner von Golem hat das auch so schön geschrieben. Hier will man einfach rein in die Welt. Gravity. Ah, was haben wir denn da? Um. Ich denke immer, wenn ich die Granate fallen lasse, dass dann mir dann was passiert. Aber dem ist ja zum Glück gar nicht so. Na, Kollege, dir ging es nicht so gut, ne? Hast du einen über den Durst getrunken? Kann man diese alte Kasse noch irgendwo... Ah, hier fehlt leider der Hebel. Gut. Ah, Energy, my friends. Here we go. Und jetzt. Ach, so doof, dass ich hier die Granate immer noch mit mir rumschleppe. Gut, Energie haben wir aber. Ah, okay. Dann wollen wir die anscheinend jetzt hier umtüdeln oder was? Die Lobby-Lights, die brauchen noch keinen. Die brauchen noch keinen. Was steht denn hier immer im Weg? Mal aufmachen. Die Lobbylights braucht man nicht. This hotel is ancient. The wiring's gonna be a real rat's nest. Ja, ja, das stimmt. Ein Rattennest. So, dann geht's hier lang. Ja. Ja. Jetzt ist das hier an. Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Was haben wir hiermit geöffnet? Was haben wir damit geöffnet? Kann man das da vielleicht sehen? Das brauchen wir anscheinend nicht. Also doch nach oben. Dann geht es da lang. Oben. Wo geht's hier hin? Da ist nur die Steckdose. Die brauchen wir gerade nicht. Ah, weg, weg, raus, raus damit. So, wollen wir das hier unten oder braucht man das hier oben? Da ist nur ein Sicherungskasten, der braucht das nicht. Also, hier geht's weiter. Power's back on. Power's back on. Jetzt müssen wir doch nicht die Stairs nehmen. Oh, das lief doch 1A. Ah, was sagt ihr? Irgendwas brummt da. Nix gut. Holy, man kann die Schrot mit 7 Schüssen laden. Habe ich? Sowas mache ich doch, oder? Ist meine Schrot etwa nicht mit 7 Schüssen geladet? Das Brummen ist, glaube ich, also sagt mir gerne, dass es anders ist, aber ich glaube, dass das, da, ich habe 2 Schüsse gerade drin. 6, 7. Und solange man eine drin behält, muss man diese letzte Animation auch nicht machen. So. Hm. Na, jetzt müssen wir hier auch noch den Strom hinbringen. Da geht das Licht an. Da geht uns ein Licht auf. Ja, so ist doch, glaube ich, gut. Da geht es in beiden weiter. Dann haben wir noch das Licht. Wissen wir, dass das schon mal geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man jetzt nicht so groß ist, also ich bin ja auch nicht groß, aber das ist dann ja schon ein Problem. Ah, sehr gut. Das konnte man abnehmen. Oh. Boom. Power back on.
Habe ich mich jetzt tausendmal um meinen Dings gedreht? Ups. Da ist der wohl runtergekracht. Ja. Aber es gibt eine Leiter, alles gut. Und hoch. Und Sprung. Da oben können wir noch nichts machen, kein Polymer liegt rum. Ach, verhedder mich hier gerade. Immer mit meinem Mikrofon. So. Ist das Brummen noch da oder ist es jetzt besser? Gartenzwerg Achievement Reloaded. Gut, dann erkunden wir mal weiter. Kann man die jetzt auch alle hier von der Wand klingeln? Vielleicht, wenn ich das so richtig abhebe. Oh, ja. Lustig. Das, also für mich hat das total den Resident Evil Vibe. Employees only, was haben wir hier? Kommen wir nicht ran. Ein Polymer mehr für uns. Ich frage mich, ob ich das schon mal irgendwie, ob wir irgendwas hier nach oben holen müssen oder so, dass wir da was ranmachen müssen. So irgendwas muss das doch noch gut sein, das Ding. Diese Dinger nicht kaputt gehen. Hier ist nix. This place is overgrown. How dangerous do we think this stuff really is? Well, it is spores from another dimension, so probably, yeah, extremely. But a rare opportunity to examine alien flora up close. Super Idee. Oh, okay. Sehr schön. Die Barnacles funktionieren noch wie am ersten Tag. Da ist man tot, 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 tot. Wo man tot ist, wollen wir auch nicht sein. Also gehen wir hier rein, wo wir eben das Ding so galant durchgezogen haben. Das ist eine Supply Crate. Hier ist was drin. Den Stuhl stellen wir mal wieder hin. Ah. Alles, wo das so angewachsen ist. Da können wir dann nichts machen. Ist hier noch was drin? Shotgun Shells irgendwo. Ah, da ist noch was drin. Ich krame eimerweise. So. Ein schöner TV. Hier ist diese kleine schwebende Wesen. Die sehen echt cool aus. Hier kommt das Licht durch die Gardine und die Gardine ist durchsichtig, Leute. Ich kann leider nicht hier dahin, oder? Doch. Die Gardine ist durchsichtig. Haben sie richtig geil gemacht. Schön. Das Telefon hat geklingelt. Oh, was haben wir hier? Ist das noch zu gebrauchen? Ist das ein sinnvoller Schlüssel? Northern Stars, aber nur ein Schlüsselanhänger. Und hier haben wir... Okay. Die hier kann ich anscheinend nicht nehmen, doch. Northern Star. Wie heißen die Dinger? Ah, ich habe irgendwo meine Granate liegen lassen, ne? Streichhölzer, meinte ich. Okay. Beunruhigende Stille. Könnt ihr mir nochmal sagen, ob das dieses Surren, was jemand im Chat gerade meinte, ob das immer noch da ist oder ob das jetzt weg ist, wo wir nicht mehr an dem
in diesem Elektroraum sind. Wow. Ah, die explodieren immer nach einer Weile. Okay, alles klar. Toilettenpapier. Das neue Gold der heutigen Zeit. Ich tausche es trotzdem noch aus. Aber man sollte immer eine Rolle Klopapier dabei haben. Du, 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 du. Kein Mülleimer ist vor mir siegen, sicher. Ja. I'm really starting to think I shouldn't be breathing this stuff. Ja. Agreed. Just keep moving. Vielleicht haben wir ja noch so eine Breathless. Wir sollen also nicht mehr atmen. Hm. Ach, da ist der Chat. Mit Brummen war nur dieses gelegentliche Walgeräusch im Spiel gemeint. Ah, okay. Ja, den Herio John können wir, glaube ich, ignorieren. Tschüss, mach's gut, Oliver. Aus Spoilergründen musst du nun leider gehen. Schönen Abend noch. Ja, danke. Vielleicht schaust du ja später mal wieder rein. Gut, also hier geht's weiter. Gerade habe ich das Gefühl, wir nehmen so ziemlich alles mit, was wir finden, ne? Also, wir übersehen hier wenig. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das heißt, hier können wir runterspringen und sind nicht tot. Anscheinend können wir sogar dahin springen, ohne zu sterben. Das ist ja krass. Ach ja, klar, weil wir ja jetzt von hier das quasi freigeschaltet haben. Weil wir hier jetzt sind und sein dürfen. Das explodiert gleich, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Leute! Da verwest einer. Rotting animal mixed with ammonia. Oh Gott. Ammonia. Okay. Jetzt habe ich die Granate nicht mehr. Ich würde das Ding ja ansonsten mal in die Luft jagen. Hier komme ich auch nicht raus, aber irgendwas muss man hier doch machen. Ja. Sollen wir mal einmal reinschießen? Nee. Zumindest sagt uns die Pistole nicht, dass das was wäre. Dann geht's wohl eine Etage tiefer weiter. Da wollen wir uns nicht reinbeamen. Ich bin doch nicht blöd. Na halt, aber wir können einfach irgendwas anderes reinmachen. Dann muss ich da. Haben wir hier noch irgendwas, was ich jetzt. Nee, ich habe alles weggeschmissen, ich Dussel. Na, dann kriegst du die wertvollen. Die wertvollen Patronen. Naja, alles schön eklig hier. Hier will ich rein. Da sind mehrere gute Sachen. Und seht mal, ist das neue Munition für eine andere Waffe? Da hängt was ganz was Schönes rum. Was ganz was Schönes. Eine Tür. Ah! Oh, fast tot. Ich habe es aber auch einfach zu lange nicht mitgekriegt. Dussel. Ja, dann nehmen wir jetzt mal hier die Heilung, ne? War's das schon? Hat das nur ein, so ein Ding?
Ist ja total nutzlos dann. Ja. Naja, nutzlos natürlich nicht, aber habe ich mir jetzt mehr von erhofft. Da sind die anderen Dinger ja doch irgendwie ein bisschen cooler, aber man kann sie natürlich nicht immer einsetzen. Haben sie schon wieder clever erdacht, die Leute von Valve. Sagen die Spanier immer, Valve. Die sagen nicht Valve oder Valve wie die Deutschen, sondern die sagen Valve. Oh, was? Das will er nicht hergeben? Haha, das ist ja geil. Der will das nicht hergeben. Und was ist, wenn ich drauf schieße? Oh, ich speichere mal und dann schieße ich da mal drauf. Hm. Jetzt laden wir, weil das war ja Quatsch. Dann gucke ich noch mal in den Chat. Ups. Ja. Oder ist ups, ich streame nicht mehr. Ist noch alles in Ordnung im Chat? Alles Vollbild, alles schön, alles verständlich. Ich frage mich, wie man diese Sache bei dem Alien da rauskriegt. Ach so, eine Ladezeit ist es aber nicht wert, dass ich mal eben 10 Dinger verschieße. Ach, das ist übrigens eine Karte von City 17, sehe ich gerade. Und da oben schwebt auch dieses Gerät. So, ja, hier habe ich eben gerade da drauf geschubst. Der will das nicht hergeben. Aha! Eine Xen-Granate, um sie scharf zu machen. Das ist eine Xen-Granate. Auch davon habe ich anscheinend jetzt unendlich. Man muss schnell sein. Ist das cool! Nice. Das war knapp genug, Freunde. Bin ich fast tot? Ich hoffe, ich kann mich gleich heilen. Und jetzt, ja, das ist jetzt wieder da. Was ist das nur? Hm. Ist das schon für die neue Waffe? Wir wissen es nicht. Oder es waren ganz viele Magazine. Da habe ich jetzt vorher nicht geguckt. Habt ihr gesehen, ob sich bei meiner Munition irgendwas getan hat? Oh, ich will mehr Spiele mit dieser Steuerung. Ich hoffe, da wird es was geben. Das ist so cool, hier alles zu erkunden. Einfach andere Szenarien in Skyrim so in der Art und in Fallout und Baldur's Gate und was weiß ich nicht alles. Finden wir das jetzt gut? Ich habe das so schlecht da gemacht. Ja, ja. Los, gibt noch eine. Ups. Oh, that's not good. Oh. Da oben habe ich doch gerade was gesehen. Da oben ist doch was drin. Die ist nicht auch gesehen? Da oben ist Polymer, glaube ich, drin gewesen. Shotgun Shells.
Das klemmt fest. Das ist dieses Elektrowesen. Ja, das hat jetzt so eine Störung, unser Mikrofon. Setz dir doch mal eine Headcrab auf den Kopf, geht das? Ich probier's mal. Ja. Ah. Nee, die sind zu schwer, glaube ich. Ah. Die sind zu schwer. Oh, was ist da? Ah, noch mehr Shotgun Shells. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss, ne? Also so mit null Leben. Das ist schon kacke. Und ich habe nicht gespeichert. Weil ich auch Angst habe, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt zu speichern. Halt. Wie viel Residue wir haben. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Supply Crate. Sehr gut. Zumindest ein. Komm, wir machen das. Wir speichern. Im Polarstern. Ah! Oh. Wer ist der größte Dusel der Stadt? Es ist der Michi, der hat's bald satt. Hier ist die Heilung. Naja. So viel dazu. Okay, nee, das haben wir ja gerade noch gar nicht. Steht ein krasser Kampf bevor. Da geht's später weiter. Was das? Yes. Alex, what happened? There was like a dog-looking lightning thing. Oh, sorry, I missed that. Ja, hast nichts verpasst. Super. Das hat auch gut geklappt. Das war souverän. Jetzt können wir uns noch heilen. Ist das kaputt? Marie, was verkehrt, Freunde? Was ist denn jetzt hier kaputt? Fehlt hier der Stoff oder was? Jetzt habe ich das hier schon reingesteckt. Ich bin schockiert! Jetzt geht das nicht! Sag mir gern, wenn ich was falsch mache, aber ich glaube. Ritzel-Headcrabs, so. Lade doch den Spielstand, ist ja nicht weit. Setz hier doch mal eine. Achso. Nein. Das geht schon irgendwie jetzt so weiter. Das Spiel kriegt mich nicht klein, aber ich finde es schade, dass ich jetzt. Ich krieg das ja nicht wieder, ne? Und das ist aber. So ging das doch immer. Mach ich irgendwas verkehrt? Hm. Nö. Wahrscheinlich fehlt Strom, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar von da.
Ist doch eigentlich auch ganz logisch. Dann finden wir mal den Strom. Der ist doch bestimmt jetzt hier versteckt. Und wir mussten ihn eigentlich nur uns freikämpfen. Nix drin. Handtücher. Nö. Hier ist sonst nichts weiter in dem Raum, das von Belang wäre. Oh, hier geht's auch noch lang. Hier unten drunter. Ich glaube, der Kampf kann ziemlich verrückt werden, wenn man den nicht so direkt trifft. Oh, ist ja noch was. Da habe ich zumindest jetzt wieder so ein Vieh. Das ist gut zu wissen. Gucken wir hier nochmal rein. Aha. Wir suchen immer noch Strom. Nur der stromfertige Mann wird bestehen. Ah. Hey, Russell. Was ist das denn? This thing fell out of the dock. Okay, ist aus dem Hund. Wow! Das aktiviert das jetzt. Ist das jetzt der Strom? Oder ist das ein Tab für die Waschmaschine? Nee, da macht das nichts. So. Jo, dann probieren wir das mal aus, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja! Ich hab das doch da eben reingemacht! Ob ich spinne? Wenn ich jetzt das Ding nicht finde. Ah, da ist es. Ja, es reagiert schon auf. Endlich Heilung. Ding. Perfekto. Energie. Da liegt das Bediendings irgendwo rum. Da hängt ein langes Kabel dran. Wo hängt ein langes Kabel dran? Hier jetzt, oder? Naja, da wahrscheinlich meinte er das. Ihr habt das auch mit mir gemeinsam rausgekriegt, was man machen muss. So, einmal hier rüber gesprungen. Ah, du siehst ja mir auch nicht ganz koscher hier aus. Manchmal ist so eine blöde. Das ist dieses Surren von diesen Elektro-Pastinaken hier oder was das ist. Das sirrt wie so eine Biene. Und wir sind bei der nächsten Ladezeit. Puh! Wie lang streamen wir eigentlich schon? Ich will ja immer so anderthalb Stunden eigentlich maximal machen. Hier steht jetzt im Twitch-Chat keine Uhrzeit. Kann mir einer die Uhrzeit einmal rein? Achso, ich habe sie hier doch. 22:25. Startet vor 47 Minuten, alles klar. Da können wir noch schön weiterspielen. Ich setze mich, habe ich noch mein Wasser hier rechts? Das wäre jetzt der absolute Wahnsinn. Nee, habe ich natürlich nicht. Ich hab doch Durst. Da ist es. Geht gleich weiter. Ich mache euch schon mal die Spielwelt hier rein. Und sonst so, wie war euer Tag? Oh Gott, ich kann mit Headset tatsächlich nicht trinken. Heute war doch wohl traumhaftes Wetter draußen. Heute Morgen. Ich habe erst um 10 angefangen zu arbeiten, damit ich auch nicht zu lange Überstunden mache. Und vorher war ich schön draußen im Garten. Etwas Unkraut gejätet. Und während die Sonne aufging, das war richtig cool.
So kann das Wetter gerne weiter bleiben. Nur der eisige Wind darf weniger werden. Der muss nicht sein. Ja, dann machen wir hier mal das Tor auf, ne? Okay. Da. Aha. Ach, das ist ja spannend. Okay. Nee. So, das ist das Erste. Dann haben wir... Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, leider. Oh, hier gibt es... Hier gibt es Strafe. Oh Gott, orange. Wo könnte das gewesen sein? Auch nicht. Grün? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist rot, da ist blau. Okay. Ich hatte jetzt gar nicht aufgepasst, das ist halt echt doof. Da ist rot, das war doch hier, oder nicht? Jawohl. So, und dann müssen wir noch finden, wie das jetzt geht hier. Ah, okay. Haben wir es doch noch geschafft, aber das ist diese Fehlersache habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh. Okay, da wollen wir hin. Charité und danach Weißensee geschaut. Ach schön. Das Skizzenbilder. Tag war gut, aber leider verlangt das Leben aber nun nach Bettruhe, Meister Ava 7. Haben Sie bitte weiterhin viel Spaß. Sehr gerne. Gute Nacht auch dir, Skizzenbildner. Bis zum nächsten Mal. So. Das hier ist auch die Szene aus den... Da unten ist ein Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da unten ist man tot. Da auch, da auch, da auch. Überall tot. Überall tot. Der hat eine Granate. Das Leben ist granatenstark hier für den Kollegen. Oh Gott. Oh! Habt ihr gesehen, wie ich noch meine Munition in letzter Sekunde gerettet habe? Das war ja mal cool. Ja, aber was mache ich jetzt mit der Granate? Das zum Beispiel. Bevor ich die jetzt wieder ewig hier rum schleppe. Ja, du weißt doch, ich krieg's eh. Ne? So. Jetzt sei nicht so beleidigt. Gib mir lieber noch eins. Genau. Sei nicht mal so gierig. Okay, da ist Explosion, da ist ein Polymer. Ja, wie kriege ich da? Ja. Ich hoffe doch mal, dass ich jetzt den Stuhl da weggemacht habe. Genau, und dann können wir nämlich oben an dieses Teil gleich ran. Seitlich durch die Tür. Gut, das hat funktioniert. Ich sollte noch so eine Granate mitnehmen, ne? Aber erstmal wird gespeichert. Ach so, eine Granate, genau. Hmm.
Ich vergesse immer, dass ich die Tür wieder aufmachen muss. Gut. Da könnten wir runter. Hier wollen wir nicht runter, nehme ich an. Ja, genau. Habe ich das jetzt weggeschmissen? Das war jetzt auf mehreren Ebenen, glaube ich, blöd. Aber egal. Egal. Ich werde jetzt nicht deswegen zurück. Nee, da ist es nicht hintergefallen. Ah, ich hab die Bratpfanne des Todes! Jetzt geht es den Aliens an den Kragen. Nein! Tatsächlich überlebt. Irre. Okay, dann nehmen wir das. Dann habe ich bestimmt nur ein, zwei Sammelgegenstände vergessen. Ich will nur das Ding haben, dankeschön. Okay. Da habe ich jetzt keine Gefangenen gemacht, das war mir zu. Okay, jetzt haben wir nur noch 5, das ist schon doof. Aber es ist, wie es ist. Steckt da drin. Aber wir haben gar nichts verloren. So, jetzt kann ich das nochmal mit der Handcrab für dich, Headcrab für dich versuchen. Geht nicht. Oder? Geht nicht. Jede Menge von diesen Heilungsteilen, aber wir können die nicht gebrauchen. Wenn das gehen würde, mit der Pfanne Kugeln abwehren und dann einen drüber ziehen, das wäre geil. Vielleicht geht das sogar. Dann werden wir wie bei Breath of the Wild so verrückte Videos in den nächsten Monaten noch erleben. Ach, das ist bescheuert, dass jetzt hier so viele von diesen Dingern rumliegen, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Wo wollen wir denn hin? Hier? Wollen wir hier was? Ah, wir suchen wieder Energie. Energie, Energie. Und wenn wir diese Energie gefunden haben, dann werde ich es auch für heute wieder gut sein lassen, weil meine Augen ein wenig trocken werden. Das ist vom vielen VR-Spielen. Hier könnte es sein. Ah, ja, ja, ja. Da ist auch, sind böse Sachen schon, die da rumzappeln. Wieder so ein Vieh. Aber das ist gut, ja, wissen wir ja schon, dass das das Richtige ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der Schwachpunkt? Himmel, Arsch und Zwirn, da. Was ist das? Jetzt ist es der Kopf.
Jetzt ist es das Bein. Und jetzt ist es wieder alleine. So eine du blöde Wolke, es ist echt schnell, das Vieh. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht noch eine Leiche. Wo bist du? Kriegt jetzt noch eine Shotgun ab und dann ist gut. Dann hat sich das Ganze. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kann ich doch noch diese Dinger gebrauchen, die ich eben hier weggeschmissen habe. Wo habe ich das denn jetzt hingemacht? Da. Puh, das ist bisher der härteste Kampf mit Abstand. Ist es gerade nicht zu erkennen, da am linken Knie. Na, wo bist du? Im Kopf. Das war's, Alex, Freunde. Is the dog gone? What happened? New development? It went into a dead cat. No. Yes. No! Yes! I had to shoot both of them. It was nuts, Ruffle. It sounds nuts. Oh, das waren drei. So, ich guck kurz noch da hinten, wo das Vieh war. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung für heute. Dann haben wir wieder knapp 2 Stunden. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, die zugeguckt haben. Und morgen geht es nach normaler Planung, wenn nichts dazwischen kommt oder der heiße Online-Stream mich vorher zu fertig macht oder der zu lange dauert, weil es so cool ist, dann geht es morgen weiter hier an gleicher Stelle, immer 21 Uhr, twitch.tv/aber7 und später dann auf YouTube. Da ist nochmal Munition, das hat sich nochmal gelohnt. Gelohnt. Oh, würde mich doch wundern, wenn hier jetzt gar nichts mehr ist. Aber. Vielleicht ein Bucket? Nein. Ein Bucket. Das
hat KFC hier eingebürgert, ne? Ein Bucket. Wir gehen jetzt noch hier vor. Ah, da ist übrigens noch so Elektrokram. Den mache ich auch noch. Das lassen wir uns jetzt nicht zweimal sagen. Du. Ein ganzes Magazin? Mensch, das wäre doch nicht nötig gewesen. Kann ich das da auch nochmal rausnehmen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ach, kann ich das mitnehmen? Nee, kann ich nicht. So. Geht das nicht so? Das ist doch hier der Stromkasten, oder nicht? Das ist doch jetzt grün. Oh ja, hier... Ah, ich musste einen Knopf drücken. Jetzt kommt der andere runter. Man weiß nie. Okay. Und es geht aufwärts. Kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Das ist echt geil. Gut. Wir haben es geschafft. Hier könnte ich noch runter. Ja, das, auch das machen wir jetzt noch. Und gleich, dann haben wir ein schönes Kapitel, finde ich, abgeschlossen. Okay. Das war ja mal schwieriger. Jetzt muss man zwei in Folge machen. Aber auch das ist uns gelungen. Für Polymer und mehr Munition. Upsala. Ja. Wir sind oben angekommen. Wahrscheinlich käme jetzt hier eh eine Ladezeit. Dann nehmen wir die noch mit. Und dann nehmen wir das Kapitel noch mit und dann haben wir das Spiel gleich durch. Oh Gott, ja doch, das nehmen wir noch mit. Damit möchte ich gleich nicht anfangen. Da 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die sind also schon verbunden. Bis aufs Rote ist alles hier soweit schon mal verbunden. Ich wusste auch gar nicht, dass man sich die jetzt einprägen kann. Hier ist verbunden, hier ist verbunden. Also... hier war verbunden? Nee. Hier? Hier, der... Oh Gott, welcher war es? Nein, der. So, und jetzt drehen wir das nochmal. Das war viel einfacher, jetzt wo man das verstanden hat. Ach so, das war so verkehrt. Was haben wir hier Schönes? Eine Workbench. Und wisst ihr, was wir jetzt kriegen? Erstmal wieder ein Rätsel.
Irgendwie war das auch schon mal schwieriger, ne? You've almost got it. Oh, okay. Was jetzt? Witzig. Das war lustig. So, rein mit dem Polymer. Makai, was möchtest du sehen als Upgrade? Ich wäre ja immer noch für die Shotgun. Shotgun, jawohl, du weißt genau, was ich will und wir sind da auf einer Wellenlänge. Was nehmen wir denn jetzt? Granatenwerfer? Ne, wir nehmen Selbstlader, oder? Ja, selbst. Doppelschuss ist bestimmt auch geil. Selbstlader. Und teurer Spaß. Okay. Können wir für die Pistole auch noch was machen? Nee. Kugelbehälter, was macht der? Ah, 10 zusätzliche Kugeln. Das ist auch gut. Das ist das nächste, was ich machen sollte. Was ist das? 30, alles klar. Alles klaro! Gut. Makai und alle Treuen, die bis zum Ende geblieben sind, vielen Dank. Tschüssikowski. Ach, Speichern nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, hoffentlich geht's morgen weiter mit Half-Life Alyx. Es macht uns großen Spaß. Bis dann.